OnePlus Nord oder Vivo X50, das fragen sich viele von euch. Wenn ihr zwischen den beiden Handys schwankt, hilft euch dieser Vergleich. Ich stelle die unterschiedlichen Fakten der Geräte in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Smartphones. Design. Beim Punkt Design ist das Vivo X50 mit 51:50 Punkten haarscharf vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 11 Gramm leichter, 0,7 mm dünner und 5,2% geringeres Volumen. Das OnePlus Nord kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 1,2 mm kürzer und 2,1 mm schmaler. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm gewinnt das OnePlus Nord eindeutig mit 71:49 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 1% höhere Auflösung, besitzt bruch- und kratzfestes Glas und Bildschirm ist immer an. Das Vivo X50 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 1,9% größere Bildschirmgröße. Leistung. Im Bereich Leistung kommen beide Handys auf 73 Punkte. Das OnePlus Nord ist durch folgende Eigenschaft überlegen: 4 GB mehr Arbeitsspeicher. Kameras. Bei der Kategorie Kameras gewinnt das OnePlus Nord eindeutig mit 84:55 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, zweifach bessere Qualität der Videoaufnahme, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor BSI, hat kontinuierlichen Autofokus bei Videoaufnahmen, unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe. Es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung, unterstützt Serienbilder. Es hat einen manuellen Fokus, schießt 360-Grad-Panorama. Es speichert Fotos auch im Rohdatenformat, verfügt über eine Zeitrafferfunktion, hat eine Frontkamera mit zwei Linsen und hat einen RGB-LED-Blitz. Das Vivo X50 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 17,5% mehr Megapixel der Hauptkamera und 11,1% größere Blende bei minimaler Brennweite. Audio. Beim Punkt Audio ist das OnePlus Nord mit 31:0 Punkten eindeutig vorne. Es sticht hier durch folgenden Vorteil heraus: hat ein Radio. Akku. Beim Punkt Akku sind beide Smartphones ebenbürtig mit 64 Punkten. Das Vivo X50 ist durch folgenden Punkt überlegen: 2,1% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften ist das OnePlus Nord mit 87:85 Punkten sehr knapp vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: eine aktuellere USB-Version und benutzt eine 3D-Gesichtserkennung. Ergebnis. In der Gesamtwertung liegt das OnePlus Nord mit 76 eindeutig vor dem Vivo X50 mit 58 Punkten. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an. Ich habe euch beide Smartphones unten verlinkt. Falls euch dieser Vergleich gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch gerne wissen, für welches Smartphone ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.